Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu ESO. Weiter geht's. Wir sind immer hier auf Somerset, aber kommt schon gut voran. Genau, jetzt kommt hier eine etwas längere Questreihe, wollte ich mit einer neuen Folge beginnen. Ja, es steht nicht viel drin, nur Illuminus, genau. Ich kenne das halt jetzt zum Glück. So, dann müssen wir seine Freunde nämlich erstmal finden. Das ist gar nicht so einfach. Auf alle Fälle ein bisschen länger, die Questreihe. Erodil, warum seid ihr immer noch hier? Gladia, wo in Tamriel wart ihr nur? Ich sagte euch doch schon, Gladia ist fort. Ihr kommt immer, ihr seid so Ra's langweilig, Erodil, so öde. Na, dafür besteht keine Veranlassung. Oh. Ich weiß, dass... Ja, genau. Ich glaube, würde. Ja, okay. So, die Freunde, wie war das nochmal? Moment. Was haben wir da für einen? Einen weiß ich noch. Was haben wir hier? Ne, es ist er nicht, okay. Ah, wieder Bücher. Glanz der Piratenkönigin, Ermittlerin Vala, der Mord im verschlossenen Zimmer. Ein Weg von Agatha Christie. Ja. Nee, gut, müssen wir natürlich da liegen. Tunnelbeen. Kuchen. Ja, okay. Achso, das muss ich. Okay. Ja. Zu voreilig, egal. Reden, lesen wir halt normal, aber alles klar. Ah, genau, Kuchendieb. Ja, ja, ja. Okay, das ist das. Krümmel, genau. Das kenne ich noch ziemlich gut. Aber wo war es hier der Anfang? War das hier, ne? Man kann nichts sehen, ne? Super. War, glaube ich, nicht weit entfernt. Genau, da ist er doch. Nämlich der Hund. Der hat den Kuchen geklaut. Genau. Wenn man das nicht weiß, dass er genau hier um die Ecke ist, ist man lange am Suchen. Aber da ist er schon. Da ist er. Hey, Tunnelbean, da haben wir den Kuchendieb. Es liegt auf der Hand, dass der Schuldige niemand anderes als dieser. Ja, ja, ja. Alles klar. Hehehe. So, ersten geschafft. Nee, hier lang. So, sind glaube ich noch zwei. Wir haben glaube ich drei Stück insgesamt. Wenn ich mich nicht ganz irre, aber ist schon ein bisschen länger her. Also ein bisschen halt kennt man noch, ne? Ja, ja, ja. Lebwohl. Illuminus, untersuchen. Ja, weiter geht's. Elende Kreatur. Gladius, habt ihr Sinn? Selinia. Oh, wo ist die denn? Rasmendal machen wir jetzt nicht. Machen wir dann danach. Machen wir jetzt die Questreihe eben hier fertig. So, Fakultätshalle. Höher, natürlich höher, da ist nichts, nö. Manchmal liegen ja Bücher rum, aber halt nur manchmal, ne. Da kann man so nichts mehr lernen, haben schon alles soweit gelernt, fast alles gelernt, was zu lernen gibt. Nur ein paar Sachen sind natürlich noch offen, ne, aber nicht mehr viel. Von daher, wir lernen so gut wie nichts mehr. Haben schon zu viel gelernt. Zu viel selber gemacht. Ach ja, da genau das ist das. Das war ein kleines Grip. Ja, ich zeige es euch. Ja, ich habe keine Angst. Ganz ruhig. Hallo, seid ihr gekommen, um euch mir bei meinen Abenteuern anzuschließen? Ja. Netz, kleines Skript. Da haben wir schon. Nehmen wir den auch noch eben kurz so. Genau, wir müssen eine Spinne fangen und die damit erschrecken. Genau. Was nicht mehr, wo die jetzt genau war. Glaube ich, rauslaufen muss ich dafür.
Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war, aber so ungefähr. Das ist natürlich Belohnung, ja. Schriftzeug des Lernens, die ich nie benutze. Nutzgegenstände. So. Ach. Jetzt geh ich wieder rein, ne? Summer's End. Ja, Summer's End oder Somerset. Könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Letztendlich ist es egal, wie ihr es aussprechen möchtet. Ich sage mal, Somerset ist irgendwie besser. Schneller. Ja, Spinne. So, den müssen wir jetzt nehmen. Und sie damit erschrecken. Der kleine Skrip. Wenn ich weiß, was ein Skrip ist, das ist ein kleiner Käfer. Heller Käfer, irgendwie helle Farbe haben die. Kennt man eigentlich aus der Elder Scrolls Reihe. Kennt man die eigentlich? Schon gut. Ich mach das. Hier schon wieder. Und los! Ist das eine Spinne? Oh, nein, weg mit ihr! Pfui, widerliche Kreatur! Ist ja nur eine Spinne, mein Gott. Ach, jetzt habt ihr es ruiniert. Jojo. Sind so kleine nette Geschichten. Ja, haben wir da auch geholfen. Ist glaube ich noch einer. Waren glaube ich drei gewesen. Dann haben wir dem guten Erodil auch geholfen. Da turnt das schon wieder rum. Ja, so, rechts lang. Hm, da ist er. Erodil. So, nächste Buch. So. Wieder was drinstehen. Seht ihr? Pavo, genau, so hieß der dritte. Ja. Helft doch bitte. Bitte, gute Frau. Oh, aber ich bin. Nein, du bist kein Bettler. Pavos Geschichte, wie war das nochmal? Ach, guck mal hier. Der Bettlerprinz. Ein Klassiker von ESO-Spielen. Das ist übrigens eine gute Geschichte. Ja, komm, da hast du. Was für eine Großzügigkeit. Ja, so bin ich. Seid ihr zurück, Almo? Was? Oh, große Namira. Süße Fürstin der Verwesung. Ich dachte schon, ich würde euch nie wiedersehen. Weiß ich, ob wir lügen müssen? Weiß ich es gar nicht. Ich bin nicht Namira. Alles rückgängig. Kann man rückgängig machen? Segnen. Ja, ein bisschen mit der Hand fuchteln. Aufgehoben. So schnell geht das. So kann man schnell, so schnell kann man einen Fluch aussprechen oder aufheben. Ne? Mit der Hand ein bisschen rumfuchteln. Und fertig. Ja. Auch du, Pavo, schon ist unter einem Fluch. Einem Illusionszauber. Wie ist die Lage? Ja, ja, machen wir noch einen. Das war's glaube ich auch, ne? Wann habe ich nur drei gewesen? Gladia. Wer seid ihr? Ihr verdient dieses Buch nicht. Es ist meins. Gladia, wartet. Ja, das war seine Angebetete. Sie ist verschwunden. So, Akademie, das Magazin Akademie, müssen wir rein, gehen wir noch mal ganz schnell da hinten. Da ist der Eingang. Diese Meere mögen trügerisch wirken, aber fürchtet euch nicht. Jo. Kapitän Werhai, schöner Name. So, Oh, das ist wieder ein bisschen warm. Oh, aber geht wieder. Heute geht's eigentlich. Also wir haben jetzt hier ungefähr 24 Grad. Das geht eigentlich noch. Könnte schlimmer sein.
34 Grad. Oh, Archivar Meridil. Oh je, eine Schurke. Ja. Heb die Illusionen auf. Du bist keine Illusion, du bist ein Schattenwolf. Wie immer auch ein Schattenwolf bluten kann, er kann es. Egal. Dann mal noch wer, ja genau. Sind wir eigentlich hier richtig? Ich weiß es gar nicht. Moment. Da müssen wir. Ja, sind wir richtig. Ja, man sollte ab und zu mal auch auf der Karte gucken. Ist nicht verkehrt. Der Fall gibt ja immer nur die grobe Richtung an, wo man hinlaufen muss. Aber den Weg dahin, den muss man selber herausfinden. So, Kaguti. So. Da müssen wir lang. Einmal runter. Das Walddunkel. Jo. Wie war das nochmal? Ach, ein Buch zurück in sein Regal. Glaube ich, zum richtigen, ist ein richtiges Regal, glaube ich, müssen wir reinstellen. Irgendwas war da. Ja, war irgendwas Nerviges. Dann habe ich mehrere Bücher müssen wir. Ja, mein Fehler, so ein bisschen betäubt. Und nehmen ein bisschen Schaden. So. Ja, ein bisschen viel Schaden. Also nicht vergessen zu heilen. Sonst liegt er im Dreck. Hä? Achso, Bücherregal. Falsch. Hier Biografien platzieren. Auch falsch. Ja, Massenkontrolle wieder. So, ein paar Gegner, die da machen. Ne? So, tschüss. Hau ab. Bannerralle. Du nervst. Ich glaube, wir können das wirklich gut. Ja, können wir, glaube ich, auch. Ich bin nicht gleich vorbeigelaufen, ne? Kahitische Verse. Auch falsch. Biografien war da auch falsch. Ach, hier ist noch eins. Ach. Nee, waren wir doch. Ach, mal gucken. Das war falsch, genau. Sag doch mal, wo kommt das denn hin? Da sind noch zwei. Talmor-Verträge. Ja, natürlich der letzte, natürlich. Ne, ist ja klar, ist ja logisch, ne? Naturpoesie. Ja. Das war's. Ja, wie kommen wir denn? Ja, genau hier lang. Okay. Gehen wir hier lang, hier gehen wir lang, hier geht's hoch. So, einmal hier rum, hallo, hier bin ich. Ach, wir lernen nichts mehr. Ach, hier ein paar Gegner mehr. Ja, du brauchst auch Hilfe, weil du bist tot. Du auch. Hm. Erleuchteter Scherge, ja. Ein Leuchten tut er, ja, ja, ja. Geleuchtet hat er. Ob er nicht erleuchtet wurde, weiß ich nicht. Noch eine Bösewichtin. Komm, voll um. Jawohl, und du auch noch. Jawohl, ja, sehr, sehr schön, sehr schön. Ja, bin ich auch. So, einmal hier rum. Da, du auch noch. Wo muss er überhaupt hin? Ach, tiefer. Ist ja schon verkehrt.
Zu schnell, zu schnell. Nee, höher. Hä? Da müssen wir. Ah, okay. Ja, ist manchmal ein bisschen verwirrend hier in Somerset mit den Gewölben. Ganz klar, ist manchmal ein bisschen echt verwirrend. Aber nur manchmal. Da komme ich ja genau. Muss, glaube ich, einmal rumlaufen. Irgendwie sowas. Irgendwie war ein bisschen sehr, sehr komisch der Weg. Und nicht immer ist die Karte auch hilfreich. Nicht immer. So, hier ist aber nichts mehr. Da kommen wir nicht rein. Muss doch hier unten sein. Hier ist es doch. Die Belagerung von Altmarak. So. Jetzt müssen wir nach oben. Auch da wieder ins richtige Bücherregal zurückstellen. Jetzt müssen wir nämlich hier hoch. Ja. Bald elf? Glaube ich nicht. Nein, das war falsch. Liebesroman? Ja, bestimmt nicht. Wäre ein bisschen komisch gewesen, ne? Wenn eine Schlacht ein Liebesroman gewesen wäre. Wäre ein bisschen komisch, aber egal. Kann ich kurz schon eher passen. Jo, passt auch. Wunderbar. Doch. Mache ich gerne. So, einmal hier rauf. Was machen wir noch? Wie weit am Minotauren? Auch dieses müssen wir noch zurückstellen. Altmärische Philosophie? Nee. Sag ich doch. Eileidische Ebendichtung? Glaube ich auch nicht. Nee, passt nicht. Das passt gar nicht. Alinorische Oper, vielleicht. Hm? Nein, das passt auch nicht. Auch falsch. Da sind auch noch, das ist auch noch eins. Das passt schon eher. Bestien und Schrecken, das passt doch, oder? Ja, passt, wunderbar. So, also ungefähr kann man schon erahnen, wo es da reinpassen könnte. Ungefähr. Aber muss ja nicht immer auch logisch sein, ne? So, du verloben. Ochsenblutpilzspore. Ah, sehr, sehr, sehr selten. Ich würde aber sagen, mit Gladier reden wir in der nächsten Folge von ESO. Bis dahin, schöne Dö.